Hallo und willkommen zurück bei Riders of Icarus. Heute wird es eine kleine Special-Aufnahme geben, denn es gab am 16. November ein kleines Update und mit diesem Update wurde eine Sache eingebaut, die ziemlich, ziemlich cool ist, aber anscheinend noch ziemlich, ziemlich vielen Leuten unbekannt ist, weil dieses Spiel leider gar nicht darauf hinweist in-game, wo eigentlich der neue Content zu finden ist. Was ist der neue Content? Es ist eine Farm für die Familias. Das heißt, die Familias sollen jetzt nicht mehr einfach nur im Inventar sozusagen vor sich rumgammeln, während man sie nicht benutzt, sondern die sollen auch tatsächlich eine weitere Aufgabe bekommen. Und das würde ich sagen, schauen wir jetzt uns zusammen einmal an, vor allen Dingen auch, wie man da hinkommt. Vorweg möchte ich noch eine Kleinigkeit kurz zeigen, die auch mit dem Update jetzt gekommen ist. Und zwar endlich gab es ein Update im Lagermeister. Das ist ja hier, wo ihr eure Sachen halt einlagern könnt. Bislang hatten wir sozusagen hier diese erste Seite, wo halt Dinge eingelagert werden konnten. Das sind bei mir jetzt nicht wenige, muss man dazu sagen. Ich bin ein kleiner Sammler, muss man sagen. Es gibt jetzt eine zweite Seite, die man sich nach und nach mit Elun freischalten kann. Und das ist erstens notwendig gewesen, zweitens einfach mal unglaublich fantastisch. Vor allen Dingen die Menge an Elun ist durchaus auch erspielbar. Deswegen, ich habe jetzt hier schon freiwillig, beziehungsweise nicht freiwillig, sondern fleißig, mein Lager ein bisschen erweitert. Deswegen sind meine Elun auch momentan auf 6 geschrumpft. Naja, kostet halt alles so ein bisschen. Aber das Hauptupdate war natürlich die Familia-Farm. Die Familia-Farm finden wir, wenn wir mit einem Bestientrainer reden. Wenn ihr in Riders of Icarus unterwegs seid, werdet ihr wahrscheinlich schon häufiger mal an so Persönchen vorbeigekommen sein, die einen Gefährten daneben stehen haben und sich selbst eben als Bestientrainer bezeichnen. Hier habe ich zum Beispiel Garnas, der ist eben in Parnas Küste, direkt in der Hauptstadt. Es gibt, glaube ich, fast in jedem kleinen Dorf irgendwie so einen Bestientrainer, der so einen Gefährten dabei hat. Da müsst ihr einfach mal die Augen aufhalten. Und wenn wir jetzt hier mit Garnas reden, können wir uns zur Gefährtenfarm teleportieren lassen. Und das machen wir doch jetzt mal und schauen uns mal an, wie diese Gefährtenfarm aussieht. Beginnt natürlich mal wieder mit einem super, mega knuffigen Ladebildschirm. Es ist so süß. Oh mein Gott, es ist so putzig. Mit dem Vögelchen. Och, und der. Ich finde ja diesen Hund mit diesen komischen Griffen an der Seite irgendwie total spannend. Ah, da sind wir schon. Hallo, willkommen auf meiner Gefährtenfarm. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? So idyllisch, so schön, so. Ah, mit diesem Blur-Effekt oben drüber. Ich bin total. Also vom Style her hammergeil. Also, das ist wirklich richtig schön hier. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal so nach und nach die einzelnen Komponenten dieser Farben zusammen an. Wir beginnen hier am Eingang. Ich werde dann nicht durchgehen. Ich werde euch gleich zeigen, wo wir dann landen, wenn wir durch diesen Eingang durchgehen, durch dieses Portal, das ihr ja schon kennt. Das machen wir aber ganz zum Schluss. Auf der Farm befindet sich ein Weltenschrein. Das heißt, wir können uns von hier wieder in jede Region, in der wir schon einmal gewesen sind, wieder eben zurück teleportieren, zu den obligatorischen Kosten, wenn ich das so richtig beurteilen kann. Na, also das heißt, nice to have, wir haben einen Weltenschrein. Hier links haben wir gleich Lumien, die Bestientrainerin. Die Bestientrainerin, ist eigentlich ganz cool. Wenn wir jetzt mal mit ihr reden, wird uns angezeigt, dass wir hier einen Gefährten in Pflege geben können. Das heißt, wir können das hier auswählen. Wir haben erstmal einen Slot standardmäßig zur Verfügung und können weitere Slots freischalten, wie immer mit Elun. Was ich ganz cool finde, dass man nicht Geld, echt Geld ausgeben muss, sondern einfach nur Elun. Dieser Gefährtenpfleger hilft euch dabei, euer Pet aufzuleveln. Das ist grundsätzlich schon mal eine ganz gute Idee, wenn es nicht das AFK-Leveln geben würde. Nicht so schön finde ich persönlich, dass es unglaublich viel Gold verschlingt, hier ein Pet aufleveln zu lassen.
Ich kann das ja mal zeigen. Ich habe hier noch in Stufe 1 Horus. Das ist ein ganz normales Standard-Pet. Und wenn ich den aufleveln lassen möchte, kostet das nur ein Gold. Das geht, das ist vollkommen in Ordnung. Ist aber eben auch nur ein Standard-Pet, was innerhalb kürzester Zeit auch selbst hochgelevelt wäre. Würden wir jetzt schon Elite-Pets nehmen, sieht man, dass das Gold schon etwas ansteigt. Wobei 4 Gold auch immer noch vollkommen okay ist. Die Heroic-Pets. Und ich habe jetzt hier tatsächlich nur einen Besen zur Auswahl. Der Heroic ist, das erkennt ihr an den 3 Sternen. Wenn ich den auf Max-Level bringen lassen möchte, sind da schon mal 15 Gold. Und 15 Gold sind, naja, auf gewissen Stufen noch eine Menge, Menge Geld, was das Ganze eben wieder so ein bisschen, naja, kostspielig macht für alle, die nicht irgendwie am Goldfarben sind, noch und nöcher. Und ja, müsst ihr selbst entscheiden, ob es euch das Gold wert ist. Es gibt zusätzlich, um das zu beschleunigen, gibt es noch Futter, was man bekommen kann. Ich habe jetzt meins hier nur aus so einer täglichen Belohnung. Das ist hier so ein Spezial. Da gab es Gefährtenfutter und man konnte damit eben entsprechend die Zeit so ein bisschen reduzieren, die es braucht, bis das Pet aufgelevelt ist. Wenn man nicht AFK leveln möchte, ist es eine gute Möglichkeit, dass man hier eben sein Pet einfach mal in Pflege gibt und das Ganze dann eben aufgelevelt wird, während man sich nicht darum kümmern muss. Ist eine ganz coole Sache. Finde ich vollkommen okay. Kann man machen. Ist auch mit für mich einer der nützlichsten Bestandteile dieser Farm. Ist aber nicht ganz alleine der einzige Punkt, den es auf dieser Farm gibt. Als nächstes haben wir hier dieses kleine Gatter. Das ist so ein, ja, einfach nur so ein ganz normales Gatter, wo man halt einfach Tiere reinstellen kann. Und daneben gibt es Daryl, den Gefährtenbändiger. Daryl ist leider auch nicht sehr auskunftsfreundlich. Er sagt zwar, lasst mich euch bei allem zum Thema Gefährten behilflich sein, aber er erklärt einem einfach mal nichts. Gar nichts. Und das weder in der deutschen noch in der englischen Übersetzung. Das Forum ist momentan voll davon von Leuten, die sagen, ey Leute, wir brauchen vielleicht mal ein paar Informationen dazu, wie das Ganze funktioniert. Aber es wird halt einfach keine Informationen gegeben. Deswegen musste ich das auch so ein bisschen mir selbst erarbeiten, das Forum lesen, Try and Falls und kann euch jetzt sagen, was diese Gefährtenherde eigentlich bringt. Wir klicken mal da drauf. Die Gefährtenherde. Also erstmal das Coole ist, dass man hier seine Pets, ich sag mal, ja, auch abgeben kann. Kann man sie abgeben? Ach nee, kann man natürlich. Wichtiger Punkt, da hat man es gerade schon so schön gesehen, geht nicht, denn die Gefährten müssen Maximalstufe haben. Das heißt, ich könnte jetzt hier meinen Pegasus reinstellen, den zweiten Pegasus reinstellen, meinen goldenen Laiku reinstellen, Kaspert nicht, da sitze ich drauf, Kenny Fage reinstellen und zum Beispiel den Magmahund reinstellen. Und ich könnte jetzt hier sehen, oh, wie meine Pets einfach hier über diese Farm laufen. Es ist süß. Es ist wirklich mega süß, dass man die auch echt mal in freier Wildbahn sozusagen sehen kann und nicht einfach nur als Bild im Inventar, wenn man nicht gerade darauf reitet. Ist eine coole Sache. Sie verschwinden natürlich jetzt nicht aus dem Inventar. Sie sind einfach nur eingelagert, haben also dieses kleine Haussymbol und ich könnte sie jetzt nicht benutzen, wenn ich unterwegs bin. Es ist aber nicht der einzige Hintergrund für dieses kleine Gefährtengatter. Ich nehme jetzt hier mal die Auswahl wieder raus. Dieses Gefährtengatter soll einen Buff geben, es soll einen verstärken. Und zwar, indem man bestimmte Rezepte reinstellt, das heißt, indem man eigentlich nur diese Viecher reinstellt, die hier angegeben sind. Wir haben hier, was relativ gut zu erreichen ist, 3 Wölfe, die wir hier reinstellen können und würden dann einen Bewegungsgeschwindigkeitsboost von 3 Leerzeichen Prozent bekommen. Ja, ne, Leerzeichen soll das wohl sein. Der Alpha-Grauwolf, den kennen wir noch, oder kennen wir schon, der ist im Wald von Brakkar. Der Grauwolf ebenfalls im Wald von Brakkar. Und dann gibt es noch den Schattenhund, der kommt in einem etwas späteren Gebiet, so ab Level 10 oder 11. Da kann man diesen Schattenhund bekommen, das heißt, der ist auch für Anfänger eigentlich relativ simpel zu erreichen. Wobei der kleine Nachteil ist, wir haben es ja gerade schon gesehen, mein Pet muss auf Maximalstufe sein, damit ich es überhaupt da reinstellen kann. Wenn ich diese Pets bekomme, bin ich maximal Stufe 10. Die Pets können nur so weit leveln, wie mein Level auch ist tatsächlich. Das heißt, ich kann erst ab Stufe 25 diese Funktion hier überhaupt nutzen. Und das finde ich, weiß ich nicht, ob das so schlau gelöst ist.
Gerade Anfänger haben sehr, sehr viel davon. Wenn sich einfach mal die Bewegungsgeschwindigkeit so ein bisschen erhöht, auch wenn es nur 3% sind, es sind immerhin 3%, die schneller ist. Und gerade Anfänger haben auch diese Pets noch in ihrem Bestiarium, in ihrer Gefährtenübersicht. Ich muss sagen, ich habe diese Pets relativ schnell wieder freigelassen, einfach weil mir der Platz fehlt. Bei mir ist jetzt schon das Inventar so zugespammt mit irgendwelchen Gefährten und ich habe einfach momentan die Ilu nicht, um das weiter auszubauen. Weiß ich nicht, ob das so gut gelöst ist. Naja, kann man halt drüber nachdenken. Ab Stufe 25 könntet ihr euch hier auf jeden Fall mit diesen drei Wölfen, die natürlich hier in dem Slot sein müssen, in dem Inventar, eben eine kleine Bewegungsgeschwindigkeit-Buff erholen. Wir haben weiterhin noch eine Verteidigungserhöhung. Da gibt es drei Bären, die dafür gefangen werden müssen, wobei es Uru eben erst in Parnas Küste gibt. Bakus gibt es in den Grünwiesen, also es ist das zweite Gebiet in Harkains Hochland. Und wir haben Nathan der Tyrann, der im dröhnenden Wald ist. Nee, stimmt, Bakus ist im Umland um Harkains Kreuzweg rum. Und Nathan der Tyrann, das ist der, von dem man von oben drauf springen muss, der ist im... Nee, nicht dem, da muss man nicht von oben drauf springen. Der ist im dröhnenden Wald Süden. Auf jeden Fall, den findet ihr da, ne, in den Hochländern. So, und dann haben wir noch den Überflieger, erhöht eure Gesundheit um 5%. Dafür brauchen wir den saphirblauen Blutwurm, den rubinroten Blutwurm und Windrunner, wobei Windrunner auch im Umland ist, also Harkains Kreuzweg, ist da in Elite-Pad, ist empfohlen auch erst so ab Stufe 25, 26 überhaupt erst zu tamen, zumal das Mark sehr, sehr kostspielig ist, muss man tatsächlich sagen. Den rubinroten und den saphirblauen Blutwurm, die gibt es beide am Tor des Wächters, das ist auch wieder in den Hochländern von Harkanas. Relativ einfach zu tamen. Die brauchen keinen Mark, die kann man einfach so einsammeln und mitnehmen, die sind überhaupt gar kein Problem. Wie gesagt, Windläufer, ist das schon wieder ein bisschen komplizierter, gibt dann auch 5% Gesundheitsboost. Ist ganz nice. Die drei blockieren aber dann natürlich auch wieder die Slots. Ne? Gut, ich habe jetzt einen Windläufer hier drin, aber mir fehlen halt die anderen beiden, die mir wiederum zwei Slots blockieren würden, was mal eben 70 Elun sind. Habe ich momentan nicht. Das heißt, ich kann leider hier momentan von diesem Herden-Buff nur insoweit profitieren, dass ich mal sehen kann, wie meine Familias aussehen, wenn sie hier rumlaufen. Mehr ist es momentan für mich leider nicht. Für andere mag das wiederum ganz anders aussehen. Naja, auf jeden Fall ist es ganz süß, die Viecher mal live rumlaufen zu sehen. Als dritten, oder wir können einfach mal hier weiter rumgehen. Wir haben hier auf unserer Farm alle Tische, um Dinge herzustellen. Das heißt, das komplette Crafting wurde mit auf die Farben gelegt. Jeweils auch mit einem Händler daneben, mit einem Meister daneben. Es ist super, man muss also nicht mehr kreuz und quer sich überhaupt erstmal diese Tische suchen. Man kann immer zurück zu seiner Farben gehen, wenn man eben zum Bestientrainer irgendwo im Umland findet und kann dort sein Crafting machen, ohne dass es irgendwie ja, überlaufen ist mit anderen Spielern. Weiß jetzt nicht unbedingt, ob man die direkt auf der eigenen Farm braucht. Ist aber ganz nice to have, das heißt, man hat wirklich kurze Wege und muss nicht die ganze Zeit hin und her laufen. Das gleiche gilt hier für den Lagermeister, den sie mit auf die Farben gestellt haben und auch für den Handelsmakler, der übrigens umbenannt wurde. War vorher Auktionator, ist jetzt Handelsmakler. Das heißt, wir haben jetzt hier, ja, wirklich Lager und Auktionshaus direkt nebeneinander. Kann das Ganze mal aufrufen. Ist eine gute Idee, ist ein nice to have. Naja, finde ich okay, finde ich vollkommen okay. Das Dritte, was angekündigt wurde, was jetzt die Pets machen können, und ich hatte leichte Neverwinter-Flashbacks, als ich das gelesen habe, das war, dass man seine Gefährten jetzt auf Abenteuer schicken kann. Das heißt, die sind nicht einfach nur im Inventar, sie bestreiten eigene Abenteuer, müssen eigene Schlachten schlagen und können eigenes Loot mit zurückbringen. Und das klingt erstmal so unglaublich cool. Hammer. Also ich habe mich total gefreut, als ich das gelesen habe. Dachte mir so, yeah, dann kannst du deine Gefährten losschicken und noch Loot sammeln. Eben so ähnlich, wie es damals bei Neverwinter gewesen ist. Da konnte man über den Gateway ja auch seine Gefährten auf Abenteuer schicken. Hatte da ein kleines Würfelspiel. Also das war total interaktiv. Hat echt Spaß gemacht, bis der Gateway leider abgeschaltet wurde. Aber ich schweife vom Thema ab. Wir sind hier bei Riders of Icarus und bei den Gefährtenabenteuern von Riders of Icarus. Und was wir jetzt hier haben, ist diese Wand mit den Luftballons. Das ist sehr nice. Und wir können da mal... Achso, ich habe schon wieder aus Versehen auf die falsche Taste gedrückt. Nice. So, wir plaudern jetzt mal mit der Abenteuertafel.
und sehen hier die Karte mit den Regionen, wo wir schon überall gewesen sind. Wir haben hier zur Auswahl die Hochländer von Harkanas, wir haben Panas Küste, die Tritial-Kluft und das Meer von Harkanas. Und wir könnten jetzt hier unsere Gefährten, die auf Maximalstufe sind, eben entsprechend auswählen und könnten die in ein Abenteuer schicken. Dabei ist es so, dass die Gefährten eigene Abenteuerpunkte haben, wie man hier bei meinem Kaspert sehen kann. Er hat 80 Abenteuerpunkte und jedes Abenteuer verbraucht eine bestimmte Menge an Abenteuerpunkten. Weiterhin kostet es auch ein bisschen Geld, muss man sagen, ein bisschen viel Geld, um seine Gefährten aufs Abenteuer zu schicken. Wir können das jetzt einfach ja mal ausprobieren, und zwar nehmen wir dazu mal Panas Küste und Kenny Fage, der wohnt da. Also man sollte sich wohl anscheinend auch daran orientieren, wo diese Pets herkommen, und können den jetzt einmal hier rüberziehen und könnten dann auswählen, wo wir ihn kämpfen lassen möchten, wo wir ihn sein Abenteuer bestreiten lassen möchten. Wir haben hier zum Beispiel das silberweiße Tal zur Auswahl. Und können ihn ja jetzt reinsetzen und würden sehen, das sind die Items, die wir bekommen können, aber nicht müssen tatsächlich. Das sind sozusagen die besten Belohnungen, die er zurückbringen kann. Wir sehen, was es kostet an Abenteuerpunkten, und wir sehen, was es kostet, wenn wir ihn auf Abenteuer schicken. Das sind hier in dem Fall 15 Gold. 15 Gold ist tatsächlich eine Menge, muss man so sagen. Dafür, dass er hier eigentlich nur so einen Siegelsteinextraktor zurückbringen kann, den ich persönlich brauchen kann. Ich kann auch nicht irgendwie in ein Elite-Dungeon oder einen legendären Dungeon laufen. Das funktioniert einfach nicht alleine. Edelsteinbox wäre vielleicht ganz nice. Ja, ein Armreis wäre vielleicht auch ganz nett. Hier die Box mit dem historischen Gefährtenzeichen von Pana. Das ist eigentlich das, was man gerne haben möchte. Da würden sich dann die 15 Gold auch wiederum für lohnen. In anderen Regionen, wenn wir das hier nochmal angucken, was ich hier sehe, jetzt die Meerjungfraueninsel, ist, ich sag mal, vom Land her, also von der Region an sich, ist es immer die gleichen Belohnungen. Silberweißes Tal oder hier Panas Stieg, immer die gleichen Belohnungen. Wenn man jetzt die Hochländer von Harkanas nimmt, da sind es andere Belohnungen. Ne? Da kann man Siegelsteine kriegen, auch wieder dieses Emblem, Härtesteine, dann diesen Stammbaum von Kalions Hengst, der genau genommen gar nichts mehr wert ist, muss man tatsächlich sagen, weil der ständig droppt. Trank der Gefährtenerfahrung, Münzen, Gefährtenmünzen, da komme ich gleich noch zu, was man damit machen kann. Und hier in der Tritial-Kluft sind es diese Items, die man bekommen kann. Naja, sind ganz nice to have, das sind aber auch tatsächlich nur die besten, die man kriegen kann. Man kann auch andere Items bekommen, die noch wesentlich weniger wert wären als ja, das, was da eben angezeigt wurde, und vor allen Dingen das, was man reinsetzt. Jetzt zum Beispiel mal guckt, wenn ich jetzt den Pegasus losschicken möchte, sind es immer noch 10 Gold. Wenn ich Game in die Hochländer schicken möchte, zum Beispiel jetzt hier zum Friedhof, na, sieht man ja, die Items sind die gleichen, kostet auch nochmal 15 Gold. Ich mache das jetzt spaßeshalber mal für euch, dass ich Game in das Abenteuer schicke. Nehme die 20 Abenteuerkosten auf mich und die 15 Gold. Und dann wollen wir doch mal gucken, was der Gute zurückbringt. Ich hoffe, es ist nicht der Stammbaum. Und wir schicken ihn auf ein Abenteuer. Wow. Ja, das möchten wir gerne machen. So, man sieht, Game ist jetzt noch eine Stunde und 36 Minuten unterwegs in den Hochländern von Harkanas. Ist da auf dem Friedhof unterwegs, und wir können ihn jetzt natürlich dann auch nicht mehr benutzen, weil er eben gerade auf einem Abenteuer ist. Ne, denn er ist hier, ne, mit dem Abenteuersymbol. Der ist unterwegs, der ist beschäftigt. Nachher gucken wir uns nochmal an, was er uns wieder mit zurückgebracht hat. Das sind die Abenteuer. Wenn das Loot gut ist, ja, dann lohnt sich das vielleicht. Wenn das Loot nicht so gut ist, das ist die Frage, ob man sein Gold dafür ausgeben möchte. 15 Gold sind auch nicht so leicht zu erarbeiten, muss man tatsächlich sagen. Beziehungsweise man muss richtig dafür arbeiten. Und dann haben wir noch einen weiteren Punkt auf dieser Farm, der mich so ein bisschen ärgert. Und zwar ist das hier einmal die Erweiterung der Farm. Wir haben ja gesehen, wir können Gefährtenmünzen bekommen, wenn wir unsere Gefährten auf ein Abenteuer schicken. Und wir können hier die Stallerweiterung machen. Das heißt, die zum Beispiel hier würden die Pets einfach 50% schneller aufleveln. Das kostet uns 60 Münzen. Die Pets können 1 bis 3 Münzen zurückbringen. Vielleicht. Eine Münze kann man jeden Tag über die Quest holen. Die können wir auch gleich nochmal annehmen. Schicken wir noch ein zweites Pet los, gar kein Problem. Und was man sehen kann, 60 Münzen, die Pets können 1 zurückbringen, maximal 3.
Also vielleicht 4 am Tag könnt ihr holen. Vielleicht noch 7. Na, müssen wir mal gucken. Die Erweiterung hält nur 7 Tage. Sie hält wirklich nur 7 Tage. Hier, wenn man das Ganze noch mehr beschleunigen möchte, muss man schon 110 Münzen ausgeben. Das gleiche ist auch bei den Herstellungsstationen, dass man hier 40 Münzen für 7 Tage ausgeben muss. Oder das Gefährtengehege, für 7 Tage muss ich 60 Münzen ausgeben. Was soll das? Hallo, Riders of Icarus, Nexon, warum ist es nur temporär, wenn mich das so viele Münzen kostet? Nee, sorry, das ist für mich ein Fail der Farm, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Erweiterungen sind für mich ein Fail. Es ist eine gute Idee, es ist total toll und es wäre schön, wenn man die Farm vielleicht auch ausbauen könnte, so nach und nach. Aber nicht temporär und nicht, wenn ich dafür so viele Münzen ausgeben muss. Am Ende dann auch so viel Gold und so viel Spielzeit. Ich muss die Petsy auch immer wieder aufs Abenteuer schicken. Ich weiß nicht, was das soll. Warum haben sie das nur temporär gemacht? Dann nehmt doch lieber eine höhere Menge Gold und macht das Ganze dann standardmäßig. Oder meinetwegen lasst Elun mit einfließen und Gefährtenmünzen. Aber macht es doch bitte so, dass das Ganze für immer bleibt und nicht einfach nur eine Woche, obwohl ich so viel vorher für gearbeitet habe. Ein weiterer Punkt ist hier immer noch, wenn ich jetzt sage Erweiterung kaufen. Es steht nicht da, was es mich kostet. Es steht nicht da. Nicht nur im Deutschen, sondern auch im Englischen. Es steht einfach nicht da. Wieso released ihr das denn, wenn das noch nicht vollständig eingebaut ist? Nichts anderes ist das Ganze hier. Es ist nicht vollständig eingebaut. Ah, nein, gefällt mir nicht. Mag ich nicht. Brauche ich nicht. Will ich nicht. Ich will es, wenn, dann konstant haben. So, das ist für mich der größte Kritikpunkt bei dieser Farm. Ansonsten haben wir hier noch Egrad. Der sagt dir jeden Tag, dass du deinen Gefährte auf eine Erkundung schicken sollst. Du kriegst eine Münze dafür. Wie gesagt, 60 braucht ihr für eine Erweiterung, die 7 Tage hält. Und was wir jetzt noch machen, wir werden jetzt auch nochmal mit der Gefährten-Münzhändlerin reden. Wir können nämlich auch für die Gefährten-Münzen noch ein paar andere Sachen kaufen. Hier für 170 Münzen kriegen wir eine Box mit einem heroischen Zeichen. Wir können Abenteuerverstärker kaufen, wir können Futter kaufen. Das sind aber alles Mengen und Kosten, wo ich mir sage, what? 50, 60, 100? Wie lange soll ich denn da spielen? Und wie viel Geld soll ich ausgeben? Wie viel Gold soll ich denn ausgeben, um das zu bekommen? Halleluja, das dauert ewig. Was wir jetzt noch machen, wir schicken jetzt nochmal Blade in die Tritail-Kluft. Ins Meer der Habgier. Ja, kostet mich 19 Gold, das nehme ich jetzt auch nochmal auf mich. Setze Blade da rein und er kann mir das hier mitbekommen. Das fände ich schon gar nicht mal so schlecht, so eine legendäre Schriftrolle oder so ein paar Gefährtenmünzen. Und schicke ihn ins Abenteuer. Und auch hier 1:36 Stunden. Wir kommen dann wieder, beziehungsweise ich mache jetzt dann gleich einen kleinen Cut, nachdem ich euch gezeigt habe, wo wir hinkommen, wenn wir die Farm hier verlassen. Muss erstmal natürlich die Quest ab, klar. Yay, eine weitere Münze. Juhu. Und dann komme ich nachher nochmal wieder und dann zeige ich euch, was ich in 1:36 für 15 und 19 Gold bekomme. 24 Gold. Ne? Für alle, die Riders of Icarus spielen, 24 Gold ist eine Hausnummer. Muss man ein paar Dungeons für laufen. Mal gucken, ob sich das lohnt. Und dann wollen wir doch mal gucken, wo wir hier hinkommen, wenn wir hier durchgehen. Der Ladebildschirm sagt es eigentlich schon aus. Wir verlassen die Farm durch ein Portal. Also wir sind ja gerade aus Pranas Küste gekommen. Und wir verlassen die Farm und landen erstmal in einem Ladebildschirm, klar. Ladebildschirm, Ladebildschirm, Ladebildschirm. Na? Na gut, Ladebildschirmkaninchen marschiert noch ein bisschen. So, wir befinden uns in Harkains Kreuzweg. Warum werde ich hierhin teleportiert, nachdem ich doch aus Pranas Küste gekommen bin? Also hier fände ich es schön, gut, das ist eine Abkürzung in die Hauptstadt, wenn man da gerne hin möchte, aber hier fände ich es doch wirklich, wirklich schön, wenn wir wieder da landen würden, wo wir die Farm betreten haben. Das wäre einfach sinnvoll, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir können jetzt, jawohl, hier nochmal mit dem Bestientrainer reden. Wie gesagt, die gibt es überall verteilt, über alle Welten. Und wir gehen nochmal zurück auf die Farm. Und dann werde ich hier die 1,5 Stunden einmal warten. Und dann sehen wir uns gleich wieder, um zu gucken, was denn meine Pets mit nach Hause bringen von ihrem Abenteuer im Friedhof.
da, wo Gamer ja auch ursprünglich herkommt. Ja. Und von der Tri-Tail Drift, wo Blade halt herkommt. Das heißt, ich habe beide Pets gewählt, die eben entsprechend aus der jeweiligen Region kommen, die einmal heroisch sind und einmal Elite. Und wir warten jetzt einmal ab, bis die wieder da sind. Bis gleich! So, da sind wir schon wieder. Die anderthalb Stunden Wartezeit sind jetzt vorbei. Das heißt, unsere beiden Gefährten, sprich in dem Fall Game und Blade, müssten von ihrem Abenteuer zurückgekommen sein. Und bevor wir uns mal angucken, was die beiden mitgebracht haben, habe ich gerade ernsthaft gesagt, 19 Gold und 15 Gold sind 24 Gold? Yay! Ich war zwar noch nie gute Mathe, aber das ist eigentlich auch ein Zahlenbereich, der auch für mich noch durchaus zu berechnen ist. Es sind natürlich 34 Gold, die ich jetzt investiert habe. 19 plus 15, ne? 34 Gold, um die beiden auf ihr Abenteuer zu schicken und tolle Items wieder mit nach Hause zu bringen. Keine Ahnung, was mich da geritten hat. Jedenfalls schauen wir jetzt mal nach, was die beiden wieder mit nach Hause gebracht haben. Wir müssen dazu natürlich wieder zum Abenteuerbrett zurückgehen und können uns jetzt einmal anschauen, was die beiden mit nach Hause gebracht haben. Gucken wir zuerst mal an, was Game mit nach Hause gebracht hat. Den hatten wir als Heroic Pet ja in die Hochlande von Hakanas, genau genommen sogar in seine Heimatregion, also auf den Friedhof geschickt. Laut englischem Forum und auch der Erklärung von den Machern soll es so sein, dass Heroic Pets grundsätzlich bessere Items mit nach Hause bringen als Elite- oder Standard-Pets. Und dann wollen wir doch gleich mal gucken. Wir haben dann ja direkt auch einen Vergleich, ne, ob das wirklich so ist, ob das auch stimmt. Ich kann es leider noch nicht verifizieren. Es gibt dafür noch zu wenig Daten oder zu wenig Versuche, die ich einfach gestartet habe. Egal. Wir gucken mal nach, was Game mitgebracht hat von seiner Expedition auf dem Friedhof. Ja. Also wir haben einen 100% Energietrank der Gefährten. Und drei Gefährtenmünzen, immerhin etwas. Die haben dann jetzt 15 Gold gekostet. Also 5 Gold pro Münze. Nochmal zur Erinnerung: 60 brauchen wir mindestens für die erste Erweiterung. Ihr könnt jetzt tatsächlich mal selbst ausrechnen, was ihr bezahlen müsstet, wenn ihr rein über die Abenteuer eure Gefährten sozusagen losschickt, um diese Münzen zu verdienen. Das ist jetzt nicht unbedingt 15 Gold wert. Das heißt, hier habe ich definitiv drauf gezahlt, aber zumindest schon mal zwei Items bekommen. Wenn wir das Abenteuer jetzt abschließen, haben wir die Items gleich im Inventar. Wir sehen, dass Game jetzt nur noch 60 statt 80 Abenteuerpunkte hat. Ich sowieso jetzt erstmal eine Stunde warten müsste, bis ich ihn wieder auf ein Abenteuer schicken könnte. Game bekommt seine Abenteuer jede Nacht um 3 Uhr zurück, allerdings auch nicht vollständig, sondern es werden nur 30% von den verlorenen Abenteuerpunkten wieder regeneriert. Also da werden wir auch sozusagen weiter beschränkt, was es natürlich noch ein bisschen komplizierter macht, um am Ende an die Gefährtenmünzen ranzukommen, die man ja wiederum braucht, um seine Farm temporär für 7 Tage aufzuleveln. Da muss man überlegen, ob das Ganze sich halt am Ende für einen rentiert. So, was hat uns Blade aus der Tri-Tail-Kluft mitgebracht? Blade ist ein Elite-Pet, das seht ihr an den 2 Sternen. Und den haben wir in das Meer der Habgier geschickt und er bringt uns mit einem Gefährtenverbesserer. Ja, also der Verkaufspreis liegt bei 10 Silber. Ich habe die im Auktionshaus neulich gesehen für 1,5 Gold. Wir haben wesentlich mehr dafür ausgegeben, also auch hier hat sich jetzt nicht unbedingt so sehr gelohnt. Auch Blade hat natürlich 20 Abenteuerpunkte verloren und würde auch davon wieder 30% heute Nacht zurückbekommen. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sich über kurz oder lang diese Abenteuer lohnen, ob die sich rentieren. Die Items, die man rausbekommt, also wenn ich überlege, wir haben jetzt 34 Gold für diese drei Items ausgegeben. 34 Gold. Nee, sorry, das ist so viel. Das ist viel zu viel. Ich weiß nicht, ob es da nicht Sinn macht, langfristig die Goldkosten, die es kostet, um die Pets auf Abenteuer zu schicken, nicht drastisch zu reduzieren. Denn, ich glaube, über kurz oder lang wird einfach einem der Spaß vergehen, dadurch, dass man so viel Gold ausgibt und so im Vergleich dazu schlechte Items wiederbekommt.
Ach, schade. Ich hoffe und wünsche mir, dass sie dadurch das nicht kaputt machen mit den Gefährtenabenteuern, die an sich sehr, sehr cool sind. Ach, schade. Schade. Ansonsten haben wir auf der Farm noch Deko. Also diese schönen Kristalle hier sind rein Deko. Und wir haben noch ein Feld, was auch rein dekorative Zwecke hat. Also ich kann hier nichts machen. Wer weiß, ob da vielleicht doch noch irgendwann mal was kommt. Aber momentan ist es leider nicht möglich, da etwas anzubauen. Was auch nicht geht, ist auf der Farm zu fliegen. Ich kann das ja mal kurz präsentieren. Nein, ich kann hier nicht fliegen. Das heißt, ich bin hier auf ein Landpad angewiesen und kann hier auf dieser Farm nur reiten. Auch da würde ich mir wünschen, dass man hier zumindest so ein bisschen die Möglichkeit bekommt, auch auf der Farm zu fliegen. Ja, und das war es vom Prinzip her im Großen und Ganzen von der Farm. Es gibt wieder einige Pros, es gibt einige Cons. Wie seht ihr das? Gefällt euch die Gefahr? Findet ihr es toll? Schickt ihr eure Pets auf Abenteuer? Teilt es mir mit. Ich unterhalte mich darüber gern mit euch. Und bis dahin wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit und viel Spaß. Tschüss!